Anu. Als ob es dafür kein Ending gibt. Nur ein schlechtes Gewissen. Und hier gibt es eine Tür. Diese Kanone zielt auf die dunkle Festung. Wenn der Express vorhanden ist, bitte an, nicht anfassen. Ladenbesitzer. Aha. Sehr schön. Eine Abkürzung. Jetzt mit Schwert, aber ohne. Ohne Greifhaken können wir hier bestimmt besser lang. Wir haben noch nicht versucht, über die Spitzen zu laufen. Vielleicht sind die gar nicht so schlimm, wie sie scheinen. Okay, du. Da kommen wir nicht längs. Und ohne Haken kommen wir doch nicht wieder. Wir kommen auch generell nicht mehr hoch, wenn wir hier reinfallen. Nein, nein, nein. Das Ende kennen wir. Nach dieser Erinnerung. Okay, das kennen wir. Okay, sie sehen immer noch gefoltert und verbrannt aus. Wir spielen noch ein bisschen Revenge. Okay, wir brauchen ein Schwert. Was? Hi there. We are Revenger Devs. Looking for last killed Dev. Have you seen him? Nope. He was in charge of Dev's responsibility. I hope he's right, but the way you would you give us a little help or something? Was zum Henker? Ja, weil ich eine sehr besondere Person bin. Nein, ich will nur töten oder. Ich weiß doch, das ist einer eurer Spamming-Tricks und also nein. Such a pity, maybe next time. Okay. Aha, okay, Palach, den haben wir jetzt ermordet, deswegen. Okay. Ist Adventure in seinem Style. Nur ohne ihn. Ist jetzt, was er an dem Spiel gemacht hat, und ohne ihn wäre das jetzt. Sieht das jetzt so aus? Oder wie? Okay. Martin-Stil. Kein Ending dafür, dass wir den Entwickler gekillt haben. Rechts waren wir noch gar nicht lang. Untergrund. Okay. Dann gehen wir mit der Brücke hin. Hm.
Scheine. Bitte hör auf, die Scheine für schmutzige Geschäfte zu benutzen. Lernen unser Essen an diesem Ort, weißt du? Die Wache. Nachdem alle Lebensmittel im Lager verdorben waren, verhungerten alle im Königreich. Andererseits hat Zwerg der Reaper in einem der Töpfe einen tollen Hut gefunden. Okay, Kollateralschaden. In der 31 von 100. Neun Monate später. Ich habe meinen Zelda-Hut wieder. Zwerg der Reaper wachte mit einem verstörenden Lächeln und seinem Lieblingshut neben seinem Bett auf. Lass uns sein Abenteuer suchen. Jahr 14, Tag 283. Ah ja. Okay. Wir spielen Link. Versteht er? Link. Es gefällt mir nicht zu gehen. Du hältst das Schwert der Legende. Okay. Kommen wir hier irgendwie runter? Oh, wir können hier runter. In der Schaufel. Das ist die Schaufel. Auch das wusste ich nicht. Ah, hier können wir es durchschaufeln. Das ist echt nicht schlecht. Dann weiß ich auch, wie ich da durchkomme an der in gewissen Stellen. Dann kamen wir uns bis zum Erdmittelpunkt durch. Kriegst du die Scheune oder was? Achtung, geh nicht kramen, du wurdest gewarnt. Und das Schild, das schon so sagt. Großartige Pixel. Link schloss die Augen und erinnerte sich an diesen tückischen Wegweiser, als er in die bodenlosen Grube fiel. Ironischerweise verhungerte er schlicht, weil es keinen Boden oder Aufprall gab. Goldrausch. Ende 10 von 100. Nice. Am selben Tag. Okay. Jahr 14, Tag 283. Albträume über endlose Stürze waren Links Familie ziemlich verbreitet. Link wachte auf, als er die Wacht draußen hörte. Okay. Machen wir mal wieder Zwerge. Ein Schild nehme ich auch noch mit. Wenn wir jetzt noch ein Item finden würden, dann könnten wir das opfern, dann hätten wir die Opferdingens dort. Die Quest erfüllt.
aber erstmal zum Boss. Den dunklen Ort besiegen. Vollgepackt mit Gegenständen. Oh was. Mit all der Ausrüstung war Zwergi für jede Herausforderung bereit. Zumindest. Denn zwar er das, bis seine Beine schließlich unter dem enormen Gewicht zusammenbrachen. Letzten Worte waren, ich bereue nichts. Gieriger Bastard. Na toll. Ende 26 von 100. Ich wollte doch nur die Bombe und ich wollte, das ist, ich wollte... Mann, nehm halt die Bombe nicht mit. Ja, 15, Tag 104. Nach monatelanger medizinischer Versorgung, durch den Verkauf all seiner Gegenstände bezahlt wurde, war Zwergi wieder bereit für ein Abenteuer. Oh, Senior Zwergi. Zwergi Senior. Nice. Ich bin alt. Alt und grau bin ich geworden. Seit des letzten Abenteuers. Okay. Die Kanone. Was? Und explodierte heftig und schickte Zwergi Senior direkt in einen Felsen. Verwendung von Kanonen war in der Tat ein schneller Weg, nicht der sicherste. Ein 95% Verfügbarkeitsgarantie ist manchmal nicht ausreichend. Beim nächsten Mal öffentliche Verkehrsmittel. Okay. Nicht schlecht. 2 Jahre später. Jahr 17, Tag 116. Zwergi Senior erhielt Millionen von der Kanonenfirma, gab aber alles für medizinische Versorgung und Schönheitsoperationen aus. Denk daran, Zwergi Senior, diese Kanonen haben eine 5%ige Ausfallchance. Ui. Sehr bezaubert aus. Schönheitsoperationen hat er sich nicht umoperieren lassen. Zu Peach. Prinzess Zwergi. Blonden, langen Haaren und wieder Kleidern. Oder sind wir hier gefangen? Verdammt. Das hatten wir doch schon, das Ending. Mal sind wir nicht gestorben. So, also. Okay, sind wir bei der Essenskammer. Okay, wie wir jetzt zum Boss kommen. Okay. Stratosphäre. Wie sind wir vorhin da hochgekommen? Ich glaube, über den hier sind wir.
auf seinen Rücken drauf gestiegen. Nein. Dann nehmen wir halt die Klaue mit.